Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini FIFA World Cup Katar 2022er Sticker Serie. Wir haben es mal wieder geschafft. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, in ein wunderschönes neues Fußball-Bundesliga-Wochenende. Ich hab Bock, 4 Stück Stickertütchen sind mit von der Partie. Schaffen wir heute die erste Seite voll zu machen? Ich glaube nicht. Also zumindest keine Nationalmannschaftsseite. Hinten können wir die Timeline voll machen, ja. Wir starten mal rein und gucken uns die Sticker an, die wir bekommen. Wir starten rein und starten mit Julinho. Niklas Julinho, den kleben wir bei Brasilien ein. So, Deutschland. Dann haben wir Ruben Vargas aus der Schweiz. Joel Campbell, Costa Rica. Kevin M. Babu aus der Schweiz. Der zweite Schweizer. Und Chris Richards, USA. Übrigens, falls ihr die Sticker auch selber auspacken wollt, selber sammeln wollt, tauschen wollt, einkleben wollt, auspacken wollt, etc., könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Marc-Anthony Carrier aus Kanada, der dritte Schweizer. Was geht heute mit Schweiz ab? Und Ferreira, der zweite Amerikaner, Dusan Tadic. Und Ghana mit Jonathan Mensah. Der zweite, ja guck mal, jetzt läuft's. Und was ist es der? Das ist der letzte. Wir haben die Timeline vollständig. Das ist der letzte Sticker, der uns von der Timeline fehlt. Das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten Folgen weitere Timeline-Sticker ziehen, können wir, oder wissen wir direkt, ist voll. Die ist voll. Bounassar von den Bayern da oben. Oder halt auch im letzten Pack, aber da ist glaube ich kein, upsala, da ist kein Glitzersticker drin. Kamerun kommt nach der Schweiz. Dann haben wir Bentancur aus Uruguay. Argentinien und Vini Fidelbus, Serbien. Kommt da dazwischen. Argentinien und Iran kommt da nochmal zwischen gemogelt. So. Dann schauen wir mal, wie viele Sticker wir hier einkleben können. Ich vermute alle. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Können wir ja auch nichts dran ändern. Die Nummer 9. Und dann würde ich sagen, Samstag und Sonntag öffnen wir 5. Ist das ein Deal? Dass wir am Wochenende ein bisschen mehr vorankommen nochmal. Cookie. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Bounassar. Könnt ihr sehr gern, super gern hier einen kostenloses Like da lassen. Also, ne? Supporten. Support ist kein Mord. Einfach Like da lassen. Supportet ihr mich. Supportet ihr meinen Kanal. Und genau. Also, Abfahrt. Und natürlich, wer noch nicht Abonnent ist, kann natürlich auch meinen Kanal kostenlos abonnieren. Auf YouTube zahlt man keine Kosten. Ihr könnt einfach ein kostenloses YouTube-Konto erstellen und damit könnt ihr eure Lieblings-YouTuber oder sonst was abonnieren. Bekommt Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen worden ist. Jesus Ferreira, USA und Chris Richards mit der 7, auch ja, die USA. Läuft heute. Der Quizzy. Zack. Dann Argentinien mit der 6, Molina. Oh nee. Oh, Leute, ich hab's schon mal gesagt, ich glaube in der gestrigen Folge oder vorletzte Folge. Macht das nicht nach. Macht das überhaupt nicht nach, das ist riskant. Es ist riskant. Hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. So, Costa Rica 12. Hatten wir von Costa Rica nicht? Ja, Costa Rica hatten wir 2. Joel Campbell und Borges. Zack, beide drin. Und Joel Campbell mit der 17. Da macht's Bing Bong. Und nicht nur bei Costa Rica, sondern auch bei Brasilien. Nämlich mit Niklas Julinho. Zack. Dann Kanada. Ich habe hier irgendwas. Oder? Nee, ist doch richtig. Ich wollte schon sagen, es ist Larrière.
Larrière. Richie ist richtig, richtige Position nochmal kurz kontrolliert. Und dann haben wir noch jemanden, nämlich die 15. Und Kanada links 2. Und auf der rechten Seite von Kanada sind es nur noch 5. Und hier haben wir Vinicius. Vini Fidelbus. Ich glaube, Brasilien ist die beste Nation. Fehlt nur noch Richarlison, Lucas Paqueta, Coutinho, Fabinho, 4. Ederson, Mannschaftsfoto, Logo. 7 Sticker. 7 Sticker von Brasilien. Tadic. Und die Schweiz hat heute auch richtig Bock. Oh, die Schweiz, wenn wir die alle einkleben können. Dennis Zakaria. Können wir einen Haken hintermachen. Kevin Mbabu. Können wir auch einen Haken hintermachen. Und Ruben Vargas können wir auch einen Haken hintermachen. Und das heißt auch von der Schweiz. Man mag es kaum glauben. Aber es ist so. 3, 4, 5, 6, 7 Sticker nur noch. So. Ghana mit der 9. Jonathan Mensah. Und somit sind wir wieder hier relativ am Ende. Weil jetzt kommt nur noch, ja, Uruguay und dann ist es schon gewesen. Bentancur, warte mal, ist Uruguay die beste Nation? Ich glaube ja. Ich glaube, durch Rodrigo Bentancur hat sich Uruguay auf Platz 1 gepirscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. GG. 6 Sticker und jetzt kommt noch der letzte. Das ist die 26, das ist Deutschland. 1990. Und somit ist die Timeline auf FIFA World Cup vollständig in unserem Let's Collect Sticker-Heft. GG. Und das war's auch für die heutige Folge. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall für die nächsten, für die kommenden Packs, für die nächsten Folgen, wenn wir einen Timeline-Sticker ziehen, der ist komplett. Oder können wir direkt weglegen, ist doppelt. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und Tschüssikowski.